wunderschönen guten Morgen, beziehungsweise je nachdem, was gerade bei dir ist, auch guten Abend, guten Tag und whatever. Ich habe mir mal überlegt, ich versuche jetzt mal die Woche mal so einen Truck-Vlog zu machen, ne? Und sagt mal eure Meinung dazu, was haltet ihr davon? Ich werde das wahrscheinlich nicht immer machen, nicht jede Woche mal. Ich versuche das jetzt mal die Woche mal so voll durchzuziehen. Und ja, also, fangen wir mal an. Also, heute haben wir Montag, ne? Ja, ist auch wohl klar, wir fangen ja Montag an. Ne? Gut, es gibt ja auch andere LKW-Fahrer, die fahren irgendwann um. Sonntagabend um 22 Uhr an. Obwohl, es gibt ja auch mittlerweile durch diese blöde scheiß Corona-Regel. Ist ja Wochenende-Fahrverbot ja gar nicht da, ne? Also, musst du ja nur deine Wochenendruhezeit reinkriegen. Ja, ich bin jetzt auf dem Weg nach Potsdam. Werde da ein paar Rohre abholen und dann Richtung Hannover begeben. So, Juti, jetzt habe ich endlich mal geladen. Hat gut geklappt hier. Hat mir so ein paar Stahlrohre habe ich geladen. Das zeige ich euch dann gleich nochmal richtig. Ich fahre jetzt erstmal los, dass ich hier runterkomme von dem Platz. Ja, ich wundere das Piepen, das ist, weil ich nicht angeschnallt bin. Ich stehe jetzt gerade hier auf der A2, voll im Stau drin. Ja, ist ja wie normal, ne? Oleg und Bolek, alle nur am Überholen, immer am Überholen, immer Überholen. Es ist kein Wunder, dass sich das vorne staut tut. Ne, es ist furchtbar, es ist furchtbar. Da habe ich kein Verständnis für. Warum muss man denn das unbedingt machen? Hat man denn so viel Zeitdruck? Ich kapiere es nicht. Weißt du, ich bin da zum Beispiel froh, da muss ich immer an meinen ehemaligen Kollegen denken, der ist ein bester Kumpel von mir. Der hat jeden Tag laden, dann nochmal abladen, nochmal laden. Da denke ich mir, Alter. Oder zweimal laden und dann zweimal abladen. Da bin ich froh, ich fahre einmal irgendwo hin, auch wenn ich dann eine Ewigkeit leer durch die Gegend fahre. Aber ich lade nur einmal am Tag und ich lade auch nur einmal am Tag ab. Ne? Also, es ist manchmal ist wirklich furchtbar. Deswegen, ich bin froh, ich fahre nachher nur noch bis Hannover da an die Ecke. Da, das sind jetzt noch 2,5 Stunden. Wir haben es jetzt 14 Uhr, ja? Also noch 2,5 Stunden sind wir bei 16:30 ungefähr. Deswegen, ich mache mir nicht den Arsch heiß und ich überhole ja auch nicht im Ruheverbot. Ne? Also, ich weiß es nicht, ich kapiere es nicht. Haben die alle so einen Zeitdruck? Steht dahinter der Disponent mit der Knarre oder so? Ich kapiere es nicht. Größtenteils du, Oleg und Bolle. Aber ich doch besser. Und manchmal sind halt noch mal auch ein paar Deutsche dazwischen, ne? Aber ich verstehe das nicht. Hey, du Bescheid, hier. Mir ist das auch relativ egal. Ich lasse die Leute sowieso nicht rein. Wenn die im Überholverbot überholen und meinen dann vor mir reinzufahren zu müssen, können die mich mal am Arsch stecken, dann zieh ich durch. Am Arsch. So, jetzt bin ich auch endlich mal am Ziel angekommen. Also so gut wie am Ziel. Jetzt muss ich vielleicht noch so einen Kilometer oder so noch fahren. Hab mir jetzt hier so ein schönes, ruhiges Plätzchen gesucht. Na gut, schön ruhig ist es nicht. Ihr seht, hier hinter mir ist eine Windkraftanlage. Aber ich bin das sowieso schon gewohnt, dadurch, dass wir ja viel bei Gerzen ja immer im Windpark sind. Also habe ich damit kein Problem. So, ich wollte euch das einfach nur mal kurz zeigen. Ne? Wir haben hier so mega große Rohre. Ich glaube, ich muss euch von einem anderen Winkel gehen, weil sonst habt ihr hier volle Sonnenblume, oder? Hoho. Ja, wie so riesengroße Rohre. Ich weiß nicht, da wird irgendwas drin rumgebohrt oder sowas. Da ist auch ein Teil noch drin. Das liegt da drin. Und das habe ich extra mit einer Kette gesichert. Damit das ja nicht in Bewegung kommt, nach vorne durchzurutschen. Nicht. Die haben mich ganz blöd angeguckt, wo ich gesagt habe, ich will doch mal was hinmachen, ne, hier. Nicht, dass das da durchschießen kann und so, ne. Da liegen halt zwei so Teile drin. In dem anderen Paket drüben liegt auch noch was. Ja. Hier sieht man es ja auch so richtig schön. Wie gesagt, das ist nur mit einer Kette einfach nur mal ein bisschen Ruhe, damit das Ding nicht da volles Ballett durchknallen kann. Sieht man das überhaupt? Weil da vorne in dem Rohr ist nichts drin, das sind mehrere Rohre.
Und das Geilste war gewesen, das glaubt überhaupt kein Schwein. Ne? Da fragt er auf einmal so zu mir, meinst du wirklich, pro Stapel reichen 2 Gurte? Ich so, natürlich, guck doch mal. Ey, du hast Rum drin, der kann nach zur Seite nicht weg. Die können nach vorne nicht weg. Ja, da ist auch kein Spiel mehr. Da fragst du dich auch, ey, Leute, habt ihr überhaupt keine Ahnung von der Ladungssicherung? Einen wunderschönen guten Morgen. Jetzt habe ich ausgeschlafen, jetzt haben wir es mittlerweile 7:45. So, dann werde ich mich jetzt mal langsam in die Richtung begeben. Wo ich da hin muss, ne? Oh, muss ich sagen, fahren wir mal los, ne? Erreicht, wenn ihr das sehen könnt. Da wo sogar dieser mega fette Stein liegt, da muss ich hin. Ja, würde ich sagen, gehe ich mal so langsam abladen und mal schauen, was die so sagen hier. Oh ja, das darf man wohl keinem erzählen, wo ich hier oder lang fahre. Also ich weiß noch, das letzte, was ich gesehen habe, war ein Durchfahrtsverbotsschild für 6 Tonnen. Aber ich muss so sagen, ne, da steht 6 Tonnen, die rollen nachher im späten Abend 80 Tonnen durch. Obwohl, das ist eine genehmigte Strecke, wo wir hier fahren. Also, Du hast das Ziel erreicht. Dankeschön! Aber ich... der hat gesessen. Ich glaube, ich muss noch höher pumpen. Das kann nicht wahr sein. Voll aufgesessen. So, ich würde mal sagen, eingeparkt. Ich stehe jetzt erstmal schön am Türmchen dran. Und da hinten das Türmchen ist das. Da ist auch ein Leuchtturm. So wie ich das mitgekriegt habe, soll das wohl der, angeblich der von Otto Walkes sein. Aber ich weiß das nicht. Ich kenne mich hier oben gar nicht aus. Ne? Also, hier wo ich bin, ne, das darfst du keinem erzählen. Aber. Ich auch noch was zu schönen guten Morgen. Oh, herrlichster Sonnenschein heute. Nicht mehr so stürmisch wie gestern. Ja. Ja, gut, da hinten kommt man die Wolken und so. Naja, ich will mich mal ein bisschen frisch machen. Und dann geht's zu den Kollegen, die stehen da hinten schon, es werden immer mehr. Die Nacht ist dann der Kran noch gekommen und das Ballerchassis. Ja. Mal schauen, mal schauen. Der Dach heute so bringen wird.
Ja, ich würde mal so sagen, wir haben jetzt ziemlich ins Zeug gelegen. Wir haben jetzt 3:30 und ja, den Kran haben wir jetzt aufgebaut. Steht da. Oh, und ich würde sagen, ich hole jetzt ab. Alles geschafft hier. Und ja, morgen früh eine Stütze laden. Betonstütze. Und dann geht's weiter. Aber jetzt geht's erstmal ab hier. Rechmen Windpark. Ja, so, der Abend geht auch zu Ende, ne? Also Mittwochabend. Übrigens, mein Plan hat sich geändert. Ich habe dann kurzfristig dann entschieden, ich fahre jetzt erstmal in die Firma und tanke ich, habe mein LKW noch gewaschen und ja, jetzt habe ich mich ein bisschen hingesetzt, schneide ich schon mal den Film, also dieses Video, was ihr jetzt gerade seht, das schneide ich jetzt schon so weit vor, damit das pünktlich online ist. Ja, und nebenbei gucke ich halt ein bisschen bei Netflix, ein bisschen Video und so. So eine Serie. Und ja, lass den Abend noch ein bisschen ausklingen. Ja, und dann geht's morgen straff weiter. Cherry-o-o-o. Es ist Donnerstag. Ich hatte jetzt eben schon mal was getan, ein bisschen durch die Gegend gefahren und so. Und ja, jetzt bin ich bei dem Kunden, soll hier ein Büro aufladen, also eins von denen, ne? Und dann noch drinnen noch ein paar krumm und schiefe und so weiter und so fort. Ja, dann werde ich dann auch mal bald losstarten, damit ich das noch rechtzeitig wegbringe. Ja, und mal schauen, was dann die Dispo dann hat, ob ich dann irgendwas in Richtung nach Hause habe. Damit ich freitags um 1 zu Hause bin. Ne? Kennt ja den Spruch, freitags um 1 macht jeder seins. Ja, ich hatte gerade eben mal die eine Fuhre noch geladen, hier mit diesen blöden scheiß Rohren, ne? Also, das ist eine richtige Luntermannsfuhre. Oh! Kriegst du Kotzkrampf, ne? Ich will euch das mal kurz zeigen. Alter Schwede. Dachte gar nicht mehr erzählen, ja. Wie viele Gurte ich da drüber weggeworfen habe und alles und so. Hammerhart. Nee. Selbst dann weiß ich noch nicht mal, ob das überhaupt eigentlich sicher ist. Das war nur ein paar Kilometer. Ja, so eine Stunde Fahrt und so. Oh. Und das auf den Donnerstag, ey. Ey, yo, yo. Jetzt ist gerade dunkel, ne? Oh, warte mal, ich mach mal ein bisschen Licht an. Jetzt könnt ihr mich mal kurz sehen, ne? Also, ja, ich hab dann Feierabend gemacht danach und weil sie für mich erstmal nichts hatten. Und dementsprechend bin ich dann, ja, wir haben es jetzt nachts um 1 auf den Heimweg. Weil ich nachher noch ein paar Termine habe und sowas. Dann haben sie mich dann so, dass ich dann nach Hause fahre. Das andere, was ich eigentlich fahren hätte sollen, das haben sie mir weggenommen und haben das mir dann ausgegeben. Und deswegen fahre ich jetzt nach Hause, ey. Schaffe ich jedenfalls zu Hause noch ein bisschen was zu tun und ja. Attacke! Ja, ich würde so sagen, ich habe es geschafft in 4 Stunden und 23 Minuten. Das ist Rekordzeit. Das habe ich noch nie gepackt. Nie, noch nie. So, schnell abhängen. Und dann geht's ab Richtung nach Hause. Bin die ganze Zeit auf dem Weg nach Hause, ne? Aber sagen wir's gleich. Was soll ich sagen? Ich bin zu Hause. Jetzt gehe ich rein, wecke meine Frau, so langsam, zärtlich.
Naja, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und wenn ja, lasst mal einen Kommentar da. Und auch wenn nein, auch mal einen Kommentar da lassen, was man vielleicht verbessern könnte. Ich weiß, ich habe nicht viel aufgenommen. Ich habe nur so ab und zu ein bisschen was aufgenommen. Aber ja, naja. Ach so, übrigens, warte mal, ich gehe noch mal ein bisschen rüber. Ich zeige euch hier noch mal das mit der Drohne, wo das mit dem Leuchtturm war und dieses Auto. Ich weiß nicht, ob das von früher ist, das ist ja dieser Autoleuchtturm, den ihr hier im Bild seht. Und ob das nicht eine ist. Wenn ihr das wisst, schreibt es mal in die Kommentare. Weil ich weiß es definitiv nicht. Wir wollen ja schon überlegen, ob wir das mit dem Kragen mal rauspicken. Ne? Aber naja, da müssen wir ja nicht finden, dass der hier gehört und so, nicht, dass wir da noch Ärger kriegen und sowas. Ich hab's dann drin gelassen. Aber ich kann das nicht nachvollziehen, das Ding steht mitten im Feld, das seht ihr ja selber. Da ist ja, da fällt ja selbst sogar das, wie heißt das? Dieser Seewagen oder Seetraktor fährt da einfach drumherum oder spritzt da drumherum. Ich kann es nicht kapieren, warum da das Ding da mittendrin steht. Ich kapier's nicht. Gerade zur Umwelt, zur Liebe und sowas, das geht gar nicht. Naja, egal. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal.